Moin, meine liebe Freunde, euer Shane54 von This Survival Guys TV. Und heute erkläre ich euch das restliche Menü hier im New Z Anfänger, ja, in der New Z Anfänger Serie Teil 2 sozusagen. Viel Spaß. So, wie bereits habe ich euch ja im ersten Video die Accounts erklärt, also die Premium-Accounts und Deluxe-Accounts und habt ihr nicht gesehen. Die Rewards stehen hier oben dann, wenn das soweit ist. Einmal der Daily Reward, wenn ihr Premium habt, also mindestens Premium habt. Dann Deluxe oder Extreme-Account, entweder die GC. Ach nee, Quatsch. Entweder 10 GC oder 25 GC, kommt drauf an, welcher Account. Und die wöchentliche GC bzw. GD Skinbox. Was diese Skinboxen sind und wie die aussehen, schauen wir uns auch gleich an. So, wir gehen erstmal zum Marketplace. Hier habt ihr unter der Abteilung Featured. Featured? Was ist da los? Habt jetzt immer so Angebote. Hier sind zum Beispiel Skins, Munition, den Silencer, den könnt ihr jetzt nicht sehen, weil der hinter meiner Webcam ist. Ist praktisch, ja, hinter mir. Dann Alice Black Knight und so. Ein bisschen was runtergesetzt. Das Gelbe sind die GCs, wie gesagt, die Goldcoins. Die müsst ihr für Echtgeld kaufen, indem ihr hier zum Beispiel draufklickt. Oder die Game Dollar, die ihr im Spiel erhaltet, beziehungsweise euch auch gegen GC umtauschen könnt. Also ihr könnt auch die für Geld kaufen, aber das macht keinen Sinn, das ist Blödsinn. So, unter GC Log hier könnt ihr gucken, wie euer Verlauf ist, für was ihr Geld ausgegeben habt. Auch Game Dollar werden hier aufgelistet. Sozusagen, ja, der Transaktionsverlauf. So, unter der Rubrik hier mit den lustigen Munitionen, Munitionssymbol, könnt ihr Munition kaufen. Alles für Game Dollar, das heißt, ihr könnt alles, was ihr in-game verdient an Zombies, also ihr müsst ja Zombies töten, um Game Dollar zu bekommen, oder eben Spieler, dafür könnt ihr dann auch Munition kaufen. Nichts für GC, alles für Game Dollar, also kein Pay-to-Win in meinen Augen. So. Hier auch Schlagwaffen und Rauchgranaten, bunte Rauchgranaten, Flashbangs, wie ihr es aus CSGO vielleicht kennt. Und vieles weitere. Granaten, sehr wichtig, um Zombies zu killen. Geht auf jeden Fall gut ab, damit kriegt ihr die Zombies gut down. Allerdings braucht ihr diese Granaten eigentlich nicht kaufen, da die von Zombies sehr viel und sehr oft droppen auf jeden Fall. Ja. Also da braucht ihr euch auch keinen Kopf machen. So, am Anfang seid ihr noch nicht so gut geskillt. Da würde ich euch The Brotherhood empfehlen. Kriegt ihr aber auch von Zombies gedroppt. Das ist eine One-Hit-Waffe, das heißt, ihr macht damit den Zombie mit einem Schlag tot. Ist natürlich ein bisschen langsamer im Schlagen als ein Katana zum Beispiel oder sowas. Allerdings ist das für den Anfang besser und es ist bequemer auf jeden Fall. Sonst müsst ihr immer auf den Zombie zweimal einschlagen. Es sei denn, ihr benutzt Waffen, wo ihr dreimal einschlagen müsst. Da gibt es verschiedene. Taschenlampe natürlich dauert natürlich noch länger. Ich glaube, das Tactical Knife, da müsst ihr dreimal draufschlagen, um den Zombie zu töten. Wenn ihr diesen Zombie Slayer Skill noch nicht habt, den ihr im Skill Tree erwerben könnt, das kommt alles später. Alle Anfang ist schwer, Jungs, aber wenn ihr euch erstmal was aufgebaut habt, dann geht's weiter. So, dieses Rüstungssymbol, da könnt ihr unter der Rubrik könnt ihr Gasmasken, Helme. Gasmasken haben allerdings nur einen optischen Sinn, haben jetzt keine Funktion oder so. Dann die NVGs, die normalen NVGs, also die normalen Nachtsichtgeräte bieten jetzt nicht so viel Schutz wie zum Beispiel ein Case-Style NVG. Es gibt auch Case-Style NVGs, wo ist es da? Das hat natürlich 20% Damage Reduction. Also 20% weniger Schaden und mit dem normalen NVG habt ihr einmal 9 mit dem Civilian und einmal mit dem NVG Googles habt ihr einmal 10 Schaden, den ihr weniger nehmt sozusagen. Die besten Rüstungen sind die Heavy Armor,
Die ist hier nicht mit aufgelistet, könnt ihr nicht kaufen. Ansonsten würde ich euch die Custom Guerilla empfehlen, nicht die Custom West. Also nicht die Custom Guerilla mit der Custom West vergleichen oder beziehungsweise verwechseln. Die Custom West macht, glaube ich, bloß 15% und die Custom Guerilla macht 20%. Und die Heavy Armor ist die beste Rüstung im Spiel, die für die Brust gilt oder verfügbar ist. Die hat 25, wenn mich nichts täuscht. 25 Damage Reduction. Also 25% weniger Schaden. So, der Rest ist alles nur ein bisschen zur Belustigung, zur Optik. Und hier die kleinen Helme habt ihr 15%, also auch nicht so gut wie in K-Style zum Beispiel. Ich benutze immer K-Style MVG und entweder die Custom Guerilla oder die Heavy Armor dazu. Den Rest lasse ich alles außen vor. Ansonsten habt ihr noch Rucksäcke, so Military Backpacks, wo ihr ein Maximalgewicht von 150 Kilo und 60 Slots aufnehmen könnt. Klingt im ersten Moment viel, ist es aber nicht. Es gibt noch viel größere Backpacks, und zwar gibt es den Hunter Backpack einmal noch. Der hat 250 Kilo und 68 Slots. Und dann gibt es noch den Adventure Backpack. Der hat 400 Kilo und 85 Slots oder 86. 85 Slots hat er, glaube ich. Das ist der allergrößte Backpack und ist auf der Trade Launch für ca. 3 Millionen Game-Dollar zu haben. Ist ein schwerer Weg dorthin. Allerdings kann dieser Adventure Backpack auch aus einer Weapon Crate oder eben vom Super Zombie droppen, beziehungsweise vom Super Alien Zombie. Mehrere Infos dazu gibt es in der New Z Playlist, die ich euch am Ende dieses Videos verlinken werde. So, ansonsten werde ich das hier in den Basics nochmal ein bisschen so später erklären, okay? Dann habt ihr Essen und Trinken. Könnt ihr eigentlich das normale Essen und Trinken, könnt ihr immer außen vor lassen. Nehmt euch da das Back MAE, das macht alles voll, das macht auch Lebensenergie ein Stückchen voll. Kostet 1000 Dollar und das ist kein Preis, ihr bekommt gut Game Dollar gedroppt, ja, das ist, selbst dieses Back MAE droppt von Zombies, eigentlich braucht ihr das auch nicht zu kaufen, nicht eigentlich. Ihr könnt eigentlich alles, was ihr so für GD erwerben könnt, auch looten. So, dann gibt es Autos. Autos funktionieren nur auf Premium oder auf Privatserver, ganz wichtig, nur auf Premium oder Privatserver. Ja, wenn ihr jetzt hier auf Play klickt, auf Open World geht, auf einmal nur auf diesen Privatserver, da könnt ihr so drauf, auch wenn ihr jetzt Beginner seid oder so, müsst ihr eben gucken, was Passwort Protected ist, wo ein Passwort drauf ist, da könnt ihr natürlich nicht rein. Und schaut bitte auch darauf, ob PvE aktiviert ist, wenn nicht, können euch Spieler auch töten. Ja, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Auf Premium-Server kommt ihr, wenn ihr euch einen Premium-Account kauft, so wie ich es im ersten erklärt habe, also im ersten Video. So, wir machen weiter. Wir waren bei den Autos. Dann gibt es einen Airdrop-Caller, den könnt ihr kaufen für 5000 GC. Sind umgerechnet ca. 19 Euro. Könnt ihr aber auch für Game Dollar auf der Trade Lounge kaufen, in der Community sozusagen. Da kommen bloß Kisten, also Skinboxen raus. Also wenn ihr die Skins nicht unbedingt braucht, kauft euch das nicht, denn lasst es einfach. Gerade am Anfang würde ich euch das sowieso nicht empfehlen zu kaufen. Das ist alles Blödsinn. In meinen Augen. Als Anfänger ist es Blödsinn. So. Dann GI Access Locker, auch wieder für Echtgeld, beziehungsweise auch im Game findbar. Der Airdrop Caller ist übrigens nicht im Game findbar. Ganz wichtig. So, GI Access Locker bekommt ihr aus Itemboxen in Game. Könnt ihr aber auch hier kaufen, ist aber auch Blödsinn. Personal Locker würde ich euch auch nicht empfehlen. Braucht man einfach nicht. Ihr könnt in dem Spiel looten, dann drückt ihr Escape, ihr quittet das Game und stackt alles. Wenn ihr jetzt praktisch hier den Backpack nachher voll habt, geht ihr unten einfach auf Stash. Ja, ich demonstriere euch das mal an diesen kleinen Items hier so. Alles was hier unten im Backpack, wir haben gerade den Small Backpack ausgerüstet, was hier im Backpack unten ist und wenn ihr auf Stash klickt, verschwindet direkt in euren globalen Inventar, wo kein Mensch ran kann, ja, außer ihr. Es sei denn, ihr gebt die Accountdaten weiter, das wäre ein bisschen blöd. da kann keiner ran. Das gehört euch allein. So, Marketplace weiter, ja. So, ich merke schon, dieses Video wird schon wieder länger gehen. Ich werde, glaube ich, nur erstmal den Marketplace erklären in diesem Video. So, dann habt ihr einmal das Bino.
Das ist, ja, da könnt Fernglas eben, könnt ihr in die Ferne mitgucken, zum Beispiel wenn ihr snipen geht oder so, im PvP später mal. Dann gibt es den Rangefinder, da habt ihr bloß ein so ein Guckloch, aber ihr könnt die Entfernung messen, das ist praktisch beim Snipen, weil da auch, wenn ihr schießt nicht auf 1000 Meter eine gerade Linie, ihr habt natürlich auch eine Droprate drin und der Schuss geht nach unten bei einer Snipe ab so und so viel Metern, ja, ist natürlich klar. Dann habt ihr das Zombie Repellent auch im Spiel findbar, eher selten, aber na gut. Ist nicht unbedingt ein Muss, aber es hält 45 Sekunden die Zombies von euch fern. Ist ganz cool, wenn es so viele Zombies sind und ihr gerade neu angefangen habt, ist immer ein bisschen schwieriger, die Zombies zu killen. Da gebe ich aber auch noch einen Haufen Tipps und hier und da. Die Serie wird, glaube ich, sehr lang, merke ich gerade. Wenn ich jetzt schon überlege, dass wir gerade mal im zweiten Video sind und noch nicht mal das komplette Menü erklärt haben, das ist Wahnsinn. Denn das MLG und könnt ihr für einen GC kaufen, wenn ihr keine GCs habt, ist das sehr schlecht, weil dieses Airhorn ist nicht lootbar im Spiel. Das lockt Zombies an, wenn ihr zum Beispiel auf einer Stelle steht, ihr drückt das Horn und ein ganz bestimmter Umkreis an Zombies wird zu euch rennen. In dem Moment müsst ihr aber am besten auf eine sichere Stelle gehen, Granaten draufschmeißen und draufschießen auf die Zombies, beziehungsweise mit Machete oder sonst irgendwas drauf einschlagen. Mit Granate geht es natürlich am besten, wobei der Superzombie ein bisschen mehr Munition braucht. Der braucht immer so um die 100 Schuss PKM, also MG-Munition. Ist von MG zu MG unterschiedlich, wie viel Munition er braucht. PKM ist das Beste und da sind 100 Schuss eigentlich machbar mit dem Superzombie. So, das wäre erstmal so das Normale. Hier gibt es ein bisschen Heilung. Die beste Heilung ist auf jeden Fall DX. Den Rest benutze ich alles nicht. Könnt ihr aber selbstverständlich als Anfänger erstmal looten. Ja, Antibiotics geben mehr als Painkiller. Painkiller geben mehr als Bandagen. Und Bandagen DX geben mehr als der Rest von allem sozusagen. Am meisten Medic oder beziehungsweise am meisten Heilung bringt das Medkit. Also das Medikit praktisch, ist im Game findbar und braucht ihr euch also nicht von irgendwen abzukaufen oder so. Es sei denn, ihr wollt unbedingt Massen davon haben oder ja. Im Game ist das eigentlich sehr, sehr oft vertreten und man findet es gut. So, dann kommen wir zu den Attachments. Da haben wir die PSO-Scopes, die ein bisschen verzierten Scopes. So, das ist so, naja, ich nenne das Ganze mal mit diesen verzierten Scopes Schnickschnack. Ist Schnickschnack, braucht man nicht. Den Bullet-Kompensator, sehr nice für die Waffen später. Die reduzieren euren Spread um 2%. Und wenn ihr mehrere Attachments draufballert auf eure Waffe, müsst ihr natürlich gucken, ob die auch verfügbar sind auf eurer Waffe, ganz wichtig. Es gibt so viel zu erklären in diesem Game. Und ich werde mit euch alles durchnehmen. Ich versuche wirklich alles durchzunehmen. Wie gesagt, wenn Fragen sind, schreibt sie in die Kommentare rein, wenn ihr irgendwas zu irgendeinen speziellen Sachen Fragen habt, hier gerade aus diesem Raum oder was ich später vielleicht in den Videos noch erklären sollte, schreibt das bitte in die Kommentare, ganz ganz wichtig. So, dann haben wir die Optik Sniper Scopes. Manche Snipes haben ganz behinderte Scopes, wo man denkt, oh Gott, wie aim ich jetzt? Zum Beispiel die SVD oder VSS. Sniper, die haben ganz komische Scopes und da macht man dann doch lieber mal einen Optik-Sniper-Scope drauf. Okay, das spielen nicht viele, also man macht dann lieber so das Tactical, wo ist es, das Tactical-Scope drauf oder eben, ach sorry, ich bin ein bisschen erkältet, es tut mir echt leid, Leute. Oder eben das Swiss-Arm-Scope, ich sehe es gerade nicht. Wo ist das Swiss-Scope? Da, das Swiss-Scope, das ist auch sehr nice. Wie gesagt, die verzierten Dinger sind scheiße, die sind billig. So, AWP-Scope könnt ihr aus CSGO ableiten. Ja, das sind so die AR-Aufsätze, das eine sieht man gerade nicht, weil es hinter meiner Webcam ist, seht ihr aber natürlich auf der rechten Seite von mir. Ja, Modular Aluminium Grip, Modular Aluminium Combat Grip ist der beste Grip, den es gibt hier. Der hat 5% Recoil Reduction und 2% Spread Reduction. Das bedeutet 5% weniger Recoil und 2% weniger Spread. Das sollte allen bewusst sein, was das heißt. Dann gibt es für die Pistols so Laser, also wo ihr jetzt so praktisch einen roten Punkt habt und so, gibt es für die Rifles auch, also für die ARs, hier den Rifle Laser.
Hat auch 5% weniger Spread, also müsst ihr mal gucken, was ihr später alles im PvP verwenden wollt. Den Flash Hider, okay, ist, nachts gebt ihr eben dann kein Mündungsfeuer ab. Spiele ich eigentlich nicht, ich spiele wenn denn so. Auf jeden Fall den Combat Grip. Forward Grip hat ein bisschen weniger. Hat 6% weniger Recoil und 1% weniger Spread. Und beim Combat Grip ist es 1% mehr Spread und 1% weniger Recoil. Also es, ja, es nimmt sich nicht viel. Ich spiele meistens trotzdem immer den Modular Aluminium Combat Grip. So, dann gibt es den, wie gesagt, die Sights. Ja, es gibt einmal Reflex Sight und einmal Reflex Sight G11 zum Beispiel. Das hat eine andere Farbe und ein anderes Scope. Also das G11 hat dieses Dreieck und das normale Reflex Sight hat zum Beispiel das Kreuz in der Mitte. So digital, ihr kennt es vielleicht aus Call of Duty, falls ihr mal Call of Duty gespielt habt oder so. Für mich ist das absolut gar nichts mehr, dieses Game, komme ich gar nicht mehr ran. Ist einfach zu ausgelutscht, zu behindert geworden, zu futuristisch auf jeden Fall. Ich bin sowieso mehr so der Zweite Weltkriegs-Shooter-Fan. Nur mal so am Rande. So, dann gibt es den Silencer, sollte auch klar sein. Reduziert allerdings die Damage. Also ist leiser und ruhiger, reduziert allerdings Damage. Ja, also Vor- und Nachteile inbegriffen. So, wir gehen weiter zu den Riots. Und zwar sind das alles Riots jetzt auch von Clan-Membern und Streamern. Meins ist natürlich auch mit dabei seit dem neuesten. Kostet 1-2000 Dollar, also das ist schon ganz schön happig. Aber wenn ihr nachher so gesammelt habt und wirklich PvP spielen wollt, dann lohnt sich das Ganze auf jeden Fall. Also, wenn ihr Bock habt, jetzt ein kleiner... Sorry. Kleiner Spoiler so am Rande. Oder beziehungsweise kleine Promotion hier von mir. Kauft euch das Survival Guys Riot. Kostet genauso viel wie ein anderes Riot und wie ein normales auch. Also das ist jetzt kein Abzocke oder so. Jedes Riot kostet gleich. Es sei denn, ist es gerade im Angebot. Ja, das kann natürlich sein. Unterstützt mich ein bisschen, wenn ihr Bock habt. Auf jeden Fall. Geiles Go Riot auf jeden Fall. Könnt ihr euch mal in-game angucken. Wenn ihr meine anderen Videos verfolgt oder so, ja. Dann gibt es die Sandsack-Barrikaden. Manchmal sehr nice, um auf andere Barrikaden drauf zu springen. Das normale Riot, wie gesagt, kostet genauso viel wie meins. Also kauft euch lieber meins. Kauft euch lieber meins. So, dann gibt es die Barbwire-Barricade. Die Widget-Barricade. Alles lootbar. Die sind alle lootbar. Die vier hier sind lootbar in-game. Der Rest nicht. Also den Rest müsstet ihr kaufen. Ja, okay. Also wenn ihr kein Geld habt, lootet einfach die normalen Riots, die Wood-Beschilder und na gut, Barbwire würde ich jetzt nicht so empfehlen, Sandsack eigentlich auch nicht, aber ein Sandsack ist gut, um über andere Sachen drüber zu kommen, ja. Grüße an meinen Stuhl. Was geht? So. Dann kommen die Skinboxen, Leute, es tut mir echt leid, dass dieses Video so lange geht. Ich wollte das nicht und wir... reißen das jetzt trotzdem raus. Wir sind gerade mal null Marketplace, ich sage aber auch zu viel. So, es gibt, wie gesagt, die GC-Skinboxen und es gibt die GD-Skinboxen. Wieder mit CSGO vergleichbar. GD-Skinbox, wir gucken bloß mal rein. Zum Beispiel hier die Modern Black-Skinbox. Gibt's wie in CSGO die hässlichen Items, die Assi-Items in Anführungsstrichen. Dann gibt's die Raw-Items und die Very-Raw-Items, beziehungsweise die Epic-Items. Hier steht Epic-Items und hier unten steht Very-Raw. Manche könnt ihr im Marketplace extra kaufen, manche Skins. Da gibt es auch Community-Preise, was Game-Dollar betrifft. Lootbar im Spiel ist die Premium-Skinbox und die Epic-Skinbox. Epic-Skinbox allerdings sehr, sehr mega rar. Also die habe ich bloß ein einziges Mal gefunden, seitdem ich zocke. Und da können auch krasse Sachen drin sein, so Kachenbits und unsichtbare Rucksäcke habe ich auch alles. Also das... da sieht man dann praktisch euren Backpack nicht. Zu den Skins kommen wir später nochmal. Das ist jetzt nur Spielerei. Ja, hier sind nochmal Skins, die ihr so kaufen könnt für Game Dollar und für GC. Wie gesagt, GC kosten echt Geld. Dann eure Spawn Protection braucht ihr am Anfang alles gar nicht. Eure Spawn Protection, eure Standard Spawn Protection ist grün. Hier könnt ihr andere Farben kaufen. Kostet 2500 GC. Okay, ja, muss man nicht haben. So, hier könnt ihr andere Charaktere dazu kaufen für 500 GC. Ist ein Preis ist okay, sind so um die 3 Euro. Braucht man aber auch nicht, wenn man einfach nur spielen will, braucht man keine anderen Charaktere. Ich habe das auch nicht gekauft und werde das auch nie brauchen.
Das ist einfach nur so Coolness-Faktor, weißt du, so, pff, braucht man nicht. Hier könnt ihr auch die, hier könnt ihr die Premium-Accounts, beziehungsweise Deluxe, beziehungsweise Extreme-Accounts kaufen, die, wie gesagt, für Echtgeld sind. Premium-Account würde ich euch empfehlen, aber wenn ihr jetzt nicht bezahlen könnt und kein Geld habt und sagt, nee, pff, ist mir zu blöde, ich putze doch da kein Geld rein in ein Free-to-Play-Game, dann lasst das. Aber einen normalen Premium-Account verschafft euch den Vorteil, doppelte Erfahrungspunkte und doppelte Game-Dollar von Zombies zu bekommen. Auf jedem Server übrigens, nicht nur auf Premium-Server. Und ihr bekommt jeden Tag ein Reward. Es geht 30 Tage, ihr habt keine Verpflichtung, es ist kein Abo, ihr kauft das Ding einmalig. Und ja, das wäre erstmal so der Marketplace am Rande. Über 20 Minuten jetzt verballert, das tut mir echt leid. Ich hoffe, euch stört das nicht. Schreibt in die Kommentare, wenn die Videos euch zu lange gehen. Schreibt, wenn ihr Bock habt, so 15 Minuten wäre vielleicht ganz cool. Oder so, wenn ihr Bock habt. Ansonsten muss ich gucken, wie ich das hinkriege. Wenn es nicht anders geht, müssen wir 20 Minuten Videos machen, dann ist es eben so. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Ich habe ein bisschen Schluck auf heute. Und ein bisschen Halsschmerzen. Es tut mir echt leid. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Daumen nach oben. Lasst mir ein Abo hier, wenn ihr New Z spielen wollt und dranbleiben wollt, mehr Informationen haben wollt. Beziehungsweise, wenn euch meine Videos gefallen, ich werde euch die Playlist von der normalen, also die normale New Z-Playlist mal verlinken. Und ansonsten sage ich vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Euer Shane54 von TheSurvivalGuys TV. Schausen, ich bin jetzt raus. Endgültig. Tschüss. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Du willst immer aktuelle News und auf dem neuesten Stand sein? Klick jetzt auf den Abonnieren-Button bei TheSurvivalGuys TV. Klick auf die Glocke und mach ein Häkchen bei Ich möchte alle Mitteilungen zu diesem Kanal erhalten und speichern. Somit bekommst du immer die neuesten News, wenn ein Video hochgeladen wird oder ein Livestream startet. Viel Spaß auf meinem Kanal. Euer Shane54 von TheSurvivalGuys TV.